Mein Hauptaufgabenbereich war und ist jetzt auch wieder die Geschichte des österreichischen Bundesheeres. Und als Militärhistoriker und Panzerleitungsakademie in Wien habe ich es zu meinem Hauptaufgabengebiet gemacht, die Einsätze des Bundesheeres zu bearbeiten. 56, Ungarnkrise, 1968, Tschechoslowakei. 1991 ist noch Jugoslawien noch etwas zu jung, historisch schon arbeiten zu können, aber 1967. Wenn man jetzt in Österreich fragt, 1967, Einsatz Bundesheer, und die meisten Leute schauen, selbst meine Kameraden, was war denn da? Dieser Einsatz an der Grenze vom Reschen bis hinunter bis Bereich Belluno, Osttirol, ist praktisch unbekannt. Das Bataillon, wo ich herkomme, Hochgebirgsbataillon, war erste Einsatztranche, erster Einsatzturnus in meinem Verband, mit dem ich im militärischen Stamme, die alten Offiziere und Unteroffiziere konnten sich alle noch wunderbar erinnern. Wir haben beschlossen, diesen Einsatz des Bundesheeres 1967 an der Grenze zu Italien einmal aufzuarbeiten. Und im Zug von dieser Forschungsarbeit, die sehr einfach war, die Akten sind im österreichischen Staatsarchiv, wunderbare Sache für die Historiker, kam ich aber sehr rasch drauf, dass der Einsatz des Bundesheeres sozusagen der Höhepunkt der verstärkten Grenzüberwachung war. Das Bundesheer wurde aufgeboten nach dem Vorfall auf der Borze Scharte vom 25. Juni 1967. Italien, die Republik Italien, hat sehr, sehr, sehr großen außenpolitischen Druck auf Österreich ausgeübt. Sehr, sehr großen Druck. Es ging nicht zuletzt um die EWG-Beitrittsverhandlungen. Und aus diesem Grund kam man nach heftigen Ministerratsdiskussionen in der österreichischen Bundesregierung auf die Idee, wir setzen das Bundesheer ein, das Militär ein. Allerdings war das Militär, wie gesagt, der Höhepunkt der verstärkten Grenzüberwachung zur Verstärkung der regulären Gendarmerie-Polizeikräfte und der Zollwache, die es damals bei uns noch gegeben hat. Ich habe diesen Einsatz beschrieben und bin im Zug von dieser Forschungsarbeit auf Materialien im österreichischen Staatsarchiv gestoßen, die einzigartig sind und die noch kein Historiker von mir gesehen hat. Und glauben Sie mir, wenn ein Zeithistoriker Material bekommt, das noch niemand gesehen hat, dann gibt es kein Halten. Dann muss er da aktiv werden. Und das war eben der Fall. Und ich habe mich mit dem Aktenmaterial intensiv befasst. Schwergewicht liegt auf den sicherheitsdienstlichen Akten. Ich habe dann weiter geforscht, habe auch die Gerichtsakten zu dem ganzen Vorfall angesehen. Es gab in Österreich ja zwei Gerichtsverhandlungen gegen die mutmaßlichen Borze-Attentäter. Habe mich intensiv in der weiteren Folge auch mit den Aufzeichnungen unserer Innenministeriums Sprengstoff-Sachverständigen, die damals als Experten auch benutzt wurden, befasst. Ja, und das Ergebnis liegt vor. Dann gab es ein weiteres interessantes Erlebnis. Ich habe das Buch Eva schläft von der Alessandra Melandri, das in die Richtung gelesen. Und auch ihr Nachwort im Buch von Hans-Karl Petterlini. Und da sagt die Alessandra, ihr müsst diese Bücher auch auf Italienisch publizieren. Und nachdem ich selber weiß, in Österreich hat zu dieser Sache und dieser Geschichte praktisch kaum jemand eine Ahnung. Aus dem Grund haben wir das mühselig und langwierig aber geschafft. Es liegt in der Übersetzung vor und ich bin froh darüber und ich hoffe, dass diese intensive Arbeit doch auch in italienischen wissenschaftlichen Kreisen entsprechend beachtet wird. Ich muss eins auf jeden Fall vorausschicken. Mir wurde offensichtlich von gewissen Leuten hier in Südtirol vorgeworfen, das wäre Auftragsarbeit. Das wäre Auftragsarbeit des Peter Kindesberger und der angeblichen Borze-Attentäter. Das ist es nicht. In keiner Weise. Ich habe nur diese Personen im Zug meiner Forschungsarbeit kennengelernt. Weil ich bin einer von diesen Leuten, die erstens in der Archiv waren, das sind nicht alle, Entschuldigung, und zweitens auch mit den Zeitzeugen reden. Das tun auch nicht alle. Entschuldigung. Wie auch immer. Es ist keine Auftragsarbeit, in keiner Weise. Ich habe nur diese Personen kennengelernt im Zug der Forschungsarbeit.
Ich habe im Zug der Forschungsarbeit meinen alten Studienkollegen Christoph Francis Kinding wieder kennengelernt. Wir saßen vor vielen Jahren mit Professor Steininger in Innsbruck im selben Seminar. Und wenn ich Christoph Francis Kinding lese, der hat da viel geschrieben, viel geforscht zum Thema, weil man denkt, ja, den kenne ich doch. Dann habe ich gegoogelt. Und jetzt ist der Christoph relativ klar erkennbar. Hat einen hohen Wiedererkennungswert. Ich sehe das Foto und sage, das ist der Christoph, überhaupt kein Thema. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Danke dafür, Christoph. Die Arbeit, ich bin selber recht froh drüber. Ich habe mich da wirklich hineingesteigert. Ich muss wirklich da einen großen Dank aussprechen an viele Kollegen, Kameraden, die da auch hier sind bei uns jetzt in diesem Kreis, die mich unterstützt haben dabei, mit mir auf der Bordseescharte waren. Inzwischen war ich ja schon, wie oft, ich glaube, 4 oder 5 Mal oben auf der Bordseescharte. Hat man das Ganze angeschaut. Weil beim Militär wagt man den Blick ins Gelände, wie man das nennt. Wenn es geht von der Feindseite aus, damit man alles besser sieht und besser beurteilen kann. Wenn es geht natürlich. Haben wir gemacht, mehrere Male, und kamen zu spektakulären Ergebnissen. Die spektakulärsten Ergebnisse stehen uns noch bevor. Vielleicht kommen wir darauf zum Reden. Weiters großer Dank ist nämlich den Archivaren des Staatsarchivs zu widmen. Einer davon, der mich von Anfang an immer dabei fest, und jetzt sitzt auch unter uns, der Dr. Arthur vom Staatsarchiv, der ziemlich genau weiß, was ich beim Staatsarchiv betrieben habe und immer noch treibe. Und nicht zuletzt auch den Zeitzeugen. Auch den Zeitzeugen. Weil ich muss eins sagen, die Offenheit, mit der vor allem, allen voran, der Dr. Erhard Hartung auf mich zugegangen ist, war für mich überraschend. Ich muss auch sagen, man tut sich als, selbst als Militärangehöriger, als Offizier, etwas leichter mit anderen Militärpersonen zu konferieren. Das ist etwas leichter, ist klar. Man hat ein gewisses Kameradschaftsverhältnis, es geht leichter. Aber ich war wirklich überrascht, wie offen gerade Erhard Hartung für mich war. Peter Kinnesberger war natürlich etwas verschlossener zu Beginn, aber auch dort glaube ich schon, dass ich im Laufe der Zeit ein gewisses Vertrauen gefunden habe. Wie auch immer, ohne die Zeitzeugen wäre es nicht gegangen, ohne die Archivalien wäre es auch nicht gegangen. Was ich unbedingt wollte, nachdem es hier in Südtirol natürlich ein paar Stimmen gegen meine Arbeit gegeben hat, wollte ich unbedingt einmal eine Runde, wo Leute sitzen, die sich wirklich befassen mit der Materie, die hier vor Ort mit mir diese Dinge diskutieren. Und darum sind wir hier. Und darum möchte ich den Christoph bitten, die Diskussionsrunde zu beginnen.